Hallo zusammen zum nächsten Video der Berufsschule 7. In diesem Video wollen wir uns um die Objektorientierung kümmern, und zwar im Wesentlichen erstmal über ein paar Grundbegriffe und so ein bisschen die Philosophie, die hinter der Objektorientierung steckt. Zielgruppe ist 11. Klasse Fachinformatiker und ja, legen wir los. Der Begriff Objekt ist ja kein Informatikbegriff, sondern wir kennen diesen Begriff aus der realen Welt. Und dann würde es erstmal nahelegen, sich wirklich basierend auf der realen Welt mal ein paar Gedanken über die Funktionalität zu machen. Und zwar habe ich mir jetzt hier Folgendes überlegt. Und zwar, wir haben so einen Getränkeautomaten, den ich auf das Wesentliche reduziert habe. Wesentlich, also ich möchte jetzt nicht super komplizierte Funktionalitäten haben, sondern einfach nur ganz einfache Funktionalität. Und zwar habe ich als Eingabemöglichkeit hier einfach nur so einen Münzschlitz. Und wenn hier eine Münze eingetragen wird, kommt dort einfach eine Dose raus und mehr kann dieser Automat nicht. Ja? So, und jetzt versuchen wir uns mal zu überlegen, wie würde man denn prozedural so eine Funktionalität realisieren. Jetzt habe ich mir jetzt folgendes Programm überlegt. Ich habe das mal Vendor-User oder Vendor-Machine-User genannt. Und der User ist jetzt in der Lage, hier ja, als in Programmform das zu simulieren, was wir in der Realität eben als Getränkeautomaten haben. Der User kann nicht viel machen, kann eigentlich nur was eingeben, in unserem Fall eine Münze, und das simuliere ich jetzt mit JOption Pane Show Input Dialog. Das heißt, der User kann dort ein String eingeben. Das heißt, wenn er in der realen Welt hier eine Münze einwirft, würde er jetzt hier einfach 1 Euro eingeben als Text. So, wenn er das Ganze abschickt, würde jetzt die Methode oder eigentlich die Funktion Vendor Machine aufgerufen werden. Dort wird jetzt erstmal geprüft, passt denn der Geldbetrag, also Money equals 1 Euro, und wenn das der Fall ist, dann würde entsprechend eine Getränkedose ausgegeben werden. Das mache ich jetzt hier einfach mal mit Return Soda. So, in der realen Welt würde die Dose jetzt hier rauspurzeln und damit wäre das Programm zu Ende. Jetzt haben wir aber noch ein kleines Problem. Und zwar, ich starte jetzt einfach dieses Programm nochmal. Das heißt, der User gibt was ein, das Programm läuft durch und so weiter. Und parallel dazu ist jetzt die Getränkemaschine oder der Getränkeautomat wird auch bedient. Und das Ganze mache ich jetzt immer öfter, immer öfter, immer öfter. Aber irgendwann passiert in der realen Welt etwas Komisches. Der Getränkeautomat ist leer. Bei unserem Programm passiert es aber nicht. Das Programm kann ich unendlich oft aufrufen. Und es wird niemals leer. Warum? Weil ich hier keinen Speicher habe. Dazu jetzt nochmal ganz allgemein. Wir haben bei unserem realen Automaten eine gewisse Funktionalität. Die Funktionalität besagt, gib Geld ein und es kommt eine Dose raus. Das gleiche habe ich hier im Programm auch. Ja, ich übergebe den Geldstring als Parameter. Und es kommt dann die Dose raus. In der realen Welt hat aber mein Getränkeautomat noch etwas Wichtiges Zusätzliches, nämlich ein Speicher, nämlich dort, wo die ganzen Dosen drin sind. Das ist ein Speicher von Dosen. Das habe ich aber in meiner Programmwelt nicht. Dort existiert dieser Speicher nicht, weil ich habe ja eine Funktionalität, Vendor Machine, und die kriegt einfach nur sämtliche Informationen über die Parameterliste, in dem Fall das Geld, kann sich aber nicht merken, wie viele Dosen jetzt noch drin sind. Um dieses Problem zu fixen, müsste ich jetzt was Zusätzliches einbauen. Ich müsste jetzt hier eine Variable, Number of Soda habe ich die jetzt mal getauft, realisieren. Und damit habe ich jetzt eine Speichervariable.
Jetzt kann ich im Programm auf diese Variable zugreifen. Also ich kann prüfen, wenn die Anzahl auf Soda größer 0 ist, dann darf ich natürlich eine Dose ausgeben und dann reduziere ich diese Variable um 1 und damit habe ich sozusagen meinen internen Speicher angepasst an die reale Welt. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass ich meine Information, die ich für diese Wendermaschinen, für diesen Getränkeautomaten brauche, verteilt habe in meinem Code. Ich habe ganz oben den Speicher und ganz unten die Funktionalität. Das heißt, es ist nicht zusammengefasst, nicht zusammengekapselt, wie auch immer man das nennen möchte. Es ist einfach verteilt. Ich habe keine programmatische Einheit für das, was ich in der Realität aber als Einheit sehe, nämlich den Getränkeautomaten. Um dieses Problem jetzt in den Griff zu kriegen, könnte ich einen objektorientierten Ansatz wählen. Das heißt, ich suche nach einem Objekt vom Typ Wendermaschinen. Sowas brauche ich. Das heißt, irgendeine Einheit, die quasi programmatisch genau das darstellt, was ich in der Realität finde. Eine Kiste, die entsprechend eine Funktionalität, aber auch so einen Speicher beinhaltet. So, das wäre jetzt hier so eine Klasse, die eben für den Automaten wichtigen Funktionen und Daten beinhaltet. Ja, also dort finde ich jetzt auch wieder diese Variable Number of Soda und eine Methode, die habe ich jetzt einfach mal Insert Coin genannt. Und hier wird es wieder genau das gleiche gemacht. Ich prüfe, ob jetzt Number of Soda größer 0 ist und wenn ja, dann gebe ich eine Dose aus, wenn der Preis stimmt und die Variable Number of Soda wird reduziert. So, jetzt habe ich alles an einer Stelle, nämlich genau in dieser Klasse Wendermaschinen. Das heißt, ein Objekt ist erstmal ein Programmelement, welches Funktionen und Daten zusammenfasst. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das heißt, ein Objekt hat nicht nur Funktionalität, wie jetzt bei der prozeduralen Programmiersprache, die einzelnen Funktionen oder Prozeduren, sondern noch zusätzlich innerhalb dieser Struktur einen Speicher, den ich bei der prozeduralen Programmierung auslagern müsste. Und jetzt kommt relativ bald dann immer die Frage, was ist dann eigentlich eine Klasse? Wir wissen jetzt, was ein Objekt ist. Was ist eine Klasse? Und dazu habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ein Objekt würde ich jetzt mal in der Realität als Haus sehen. Ja, also man würde ja tatsächlich Häuser auch als Objekte bezeichnen. Und ich vergleiche jetzt einfach mein Objekt mit einem Haus. Wenn ein Haus einem Objekt entspricht, dann ist die Klasse der Plan, der Bauplan. Also eine Klasse ist nichts anderes wie eine Handlungsanweisung an den Rechner, wie er ein Objekt bauen soll. Und ich kann entsprechend aus einem Bauplan ein Haus erzeugen und genauso kann ich aus einer Klasse ein Objekt erzeugen. Wobei das nicht ganz korrekt ausgedrückt ist, im Prinzip mache nicht ich als Programmierer das, sondern der Computer macht das. Ich als Programmierer habe sozusagen die Rolle des Architekten. Ich definiere das, was der Computer machen muss, in Klassen. Ich schreibe Klassen. Und diese Klassen haben jetzt eine Handlungsanweisungsstruktur, die dann eben aus Klassenobjekte erzeugt und mit den Objekten dann das macht, was eben das Programm dann tun soll. Das heißt, ich als Programmierer erzeuge keine Objekte streng genommen, sondern ich erzeuge Klassen, in denen dann wiederum drin steht, wie man Objekte erzeugt. Aber das werden wir uns dann alles nochmal im realen Code ansehen. So, also wir merken uns, ich kann aus einer Klasse ein Objekt erzeugen, genauso wie ich aus einem Bauplan ein Haus erzeugen kann. Oder vielleicht auch beliebig viele. Ich kann aus einem Plan 100 Häuser bauen. Die stehen dann zwar woanders, aber der Plan ist erstmal der gleiche. Und genauso kann ich aus einer Klasse ganz viele Objekte realisieren. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Wir haben ja bereits in den ersten Programmierversuchen mit einem String-Objekt gearbeitet. Und nicht nur ein String-Objekt, sondern wir konnten beliebig viele String-Objekte in unserem Code realisieren und nutzen.
Nun, Objekte und Klassen gehören ja irgendwie zusammen. Und um diese Begrifflichkeit dann oder es über eine Begrifflichkeit nochmal etwas transparenter zu machen, sprechen wir bei Objekten auch von Instanzen einer Klasse. Und das Erzeugen eines Objektes nennt man auch Instanziieren einer Klasse. So, der Begriff Instanz, der begegnet uns auch an anderen Stellen. Beispielsweise nennen wir Variablen, die in den Objekten existieren. Beispielsweise sehen wir jetzt hier, wir haben ein Namensschild, das wäre, wenn wir das programmieren würden, ja eine String-Variable, die aber für jedes Objekt einzeln existieren muss, weil wir ja unterschiedliche Namen an den Häusern haben, auch Instanzvariablen. Das heißt, die Variablen, die für jedes Objekt individuell erzeugt werden, sind Instanzvariablen des Objekts. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, eine Variable in den Plan, also in der Klasse zu realisieren. Das wären Variablen, die für alle Objekte gleich sein müssen. Beispielsweise der Name des Architekten. Der steht sinnvollerweise natürlich auf dem Plan und nicht bei jedem Haus einzeln. Das heißt, dass nicht beim Instanziieren der Klasse diese Variable erzeugt wird, sondern diese Variable sofort da ist, sobald der Code in irgendeiner Form läuft und die Klasse geladen wird. Und diese Variablen, die nur am Plan existieren, die quasi nicht erzeugt werden müssen durch die Instanzierung, sind statische Variablen, static. Haben wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle beim Programmieren ja mal gesehen. Also, wenn wir eine Static-Variable haben, brauchen wir dafür kein Objekt. Das macht insofern natürlich auch Sinn bei unserem Beispiel mit dem Plan und dem Haus, als dass wir den Namen des Architekten ja schon realisieren oder abspeichern möchten, ohne dass ein Haus existiert. Der ist ja da, der Architekt. Also brauchen wir eben genau diese Möglichkeit. Und wie gesagt, sobald wir bei einer Variable, bei einem Variable in der Definition der Klasse das Wort static davor schreiben, haben wir eine Klassenvariable geschaffen. Jetzt haben wir aber auch gesagt, Objekte können nicht nur Daten beinhalten, sondern auch Funktionalitäten. Und auch hier unterscheiden wir zwischen den Funktionalitäten, die auf Objektebene existieren und auf Plan- oder auf Klassenebene, auch wenn wir das begrifflich nicht so klar trennen. Aber es gibt Funktionalitäten, die erstmal im Rahmen des Objektes notwendig sind. Beispielsweise wir klingeln. Da möchten wir natürlich, dass nur bei dem Haus des Herrn Kunz die Klingel läutet und nicht beim Hinz und beim Herrn Huber, logischerweise. So, und diese Funktionalitäten nennen wir Methoden. Das heißt, diese Unterprogramme, die innerhalb von Klassen existieren und für Objekte eben fungieren, das sind sogenannte Methoden. Und diese Methoden haben jetzt so ein paar Besonderheiten, die ja bei normalen Unterprogrammen in der Form eigentlich nicht typisch sind. Das werden wir uns aber im Code dann nachher gleich nochmal anschauen. Da werde ich nochmal kurz drauf eingehen. Aber genauso wie wir bei den Objekten Methoden haben können oder Funktionalitäten, können wir das auch beim Plan. Beim Plan beispielsweise, wir wollen die Methode haben, einen Plan zu falten. Dann ist diese Methode nicht sinnvoll bei den einzelnen Objekten zu realisieren. Ja, und das würden wir dann als statische Methode ansehen. Und eine ganz, ganz wichtige statische Methode haben wir ja schon längst mal kennengelernt, das ist die Main-Methode. Die Main-Methode ist eine Methode, die nicht an ein Objekt dranhängt, weil die Main-Methode ja das erste ist, was von unserem Code aufgerufen wird. Und wir können ja nicht ein Objekt erzeugen, ohne dass Code läuft. Das heißt, die Main-Methode muss zwingend statisch sein. Damit das Ganze jetzt ein bisschen einleuchtender wird, schauen wir uns das einfach mal in einem Code-Beispiel an und dazu starten wir mal Eclipse. So, wir sind in Eclipse, wir haben ein leeres Projekt und jetzt erzeuge ich erstmal eine Unterstruktur in Form eines Packages.
Das macht man üblicherweise so, dass wir die einzelnen Klassen besser voneinander unterscheiden können. Auf Packages werde ich in einem späteren Video nochmal eingehen. Hier soll einfach mal die Info reichen. Das ist eine Unterstruktur zur Ordnung der einzelnen Klassen. So, jetzt möchte ich hier eine neue Klasse erzeugen. Und zwar nenne ich das jetzt erstmal My OO Program. Das ist jetzt mein Hauptprogramm sozusagen, und dieses Hauptprogramm ist auch schon eine Klasse. Und machen wir was Zweites. My First Class. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich mache keine Main-Methode hinzu. Das heißt, das ist jetzt einfach mal die platte Klasse ohne irgendwelche Zusatzgeschichten. So. Nachdem mein objektorientiertes Programm auch bereits eine Klasse ist, funktioniert es genauso wie oder kann ich mit dem genauso alles machen wie mit hier My First Class. Das ist eigentlich erstmal gleichbedeutend. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ich möchte jetzt aus dieser Klasse ein Objekt erzeugen. Wir wissen ja, das erste, was aufgerufen wird, ist die Main-Methode, wenn ich mein Programm starte. Okay, also kann ich jetzt hier sagen, My First Class, machen wir Instanz 1, ist gleich New, My First Class. Dieser Code hier bringt Java dazu, aus dem Plan, der zugegebenermaßen jetzt noch sehr leer ist und noch keine wirkliche Funktionalität beinhaltet, ein Objekt zu machen. Und dieses Objekt steckt jetzt hier drin, in dieser Variable. So, jetzt können wir damit noch nicht viel machen. Jetzt machen wir aber Folgendes, jetzt hinterlegen wir mal eine Funktionalität. Public void print. Da passiert nicht viel, wir machen einfach nur eine Ausgabe My First Class Version 1. So. Und jetzt möchte ich hier bei diesem Objekt auf diese Methode zugreifen. Das kann ich nur machen, indem ich sage My First Class 1. Punkt, so wie wir es bei anderen Objekten auch schon kennengelernt haben, wie Strings oder Arrays. Und jetzt gibt es hier diese PrintVersion-Methode. Das heißt, ich greife jetzt auf diese Methode zu. Das können wir uns jetzt mal im Debugger in aller Ruhe anschauen. Wir starten den Debugger, gehen auf die Ansicht des Debuggers. Hier sehen wir jetzt unsere Variablen. Wir gehen jetzt hier einen Schritt weiter. My First Class 1. Das heißt, hier ist jetzt in dieser Variablen ein Objekt von dieser Klasse. Und jetzt möchten wir diese Print Version aufrufen. Und wenn ich jetzt hier in den nächsten Code reingehe, sehen wir, sind wir jetzt in der Klasse My First Class bei dieser Ausgabe Print My First Class Version 1. Da ist es. So, jetzt gehen wir wieder zurück in die Main-Methode. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Main-Methode einen Abstecher in das Objekt dieser Klasse gemacht, haben das PrintVersion ausgeführt und damit ist das Programm jetzt zu Ende. So, jetzt gibt es eine wichtige Erkenntnis. Diese Methode hier, die ja nicht statisch ist, ist jetzt eine Methode des Objektes. Das heißt, ich kann diese Methode nur dann aufrufen, wenn ich vorher ein Objekt erzeugt habe. Das gilt für alle Instanzmethoden, für alle. Das heißt, ich brauche zwingend ein Objekt, um mit dieser Methode arbeiten zu können. Ja? Um das nochmal in Relation mit den vorherigen Erklärungen zu machen, public void ring, also wenn ich die Klingel drücken möchte. Das heißt, ich brauche dieses Objekt, um hoppla,
um entsprechend es aufrufen zu können. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich brauche diese Variable. Das heißt, ich muss zuerst irgendwo in meinem Code über diesen Befehl oder diesen Befehl ausführen, damit aus der Klasse ein Objekt erzeugt wird. Wenn ich die Main-Methode nicht hätte, gibt es keinen Ort, wo ich das durchführen kann. Okay? Das heißt, ich brauche die Main-Methode. Wenn jetzt die Main-Methode aber nicht statisch wäre, dann müsste ich auch erst ein Objekt von myOOProgram erzeugen, damit ich überhaupt mit dem Punktoperator auf diese Main-Methode zugreifen kann. Das heißt, ich könnte hier an der Stelle wieder nicht auf diesen Code zugreifen, sondern ich muss erstmal new myOOProgram schreiben, damit ich überhaupt auf diese Main-Methode zugreifen könnte, wenn sie nicht statisch ist. Und dann kann ich mein Programm ja nicht starten, weil damit beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Wenn ich ein Objekt erzeugen muss, um dieses Objekt zu erzeugen, dann habe ich jetzt irgendwie ein ernsthaftes Problem. Wenn ich jetzt aber kein Objekt erzeugen muss, um diese Methode aufzurufen, dann kann ich entsprechend diese Methode außerhalb meines kompletten Codes erstmal aufrufen lassen. Das macht die virtuelle Maschine. Und dann bin ich in dieser Zeile und kann mit New My First Class ein Objekt erzeugen. So, also die Main-Methode muss statisch sein, damit ich entsprechend überhaupt erstmal anfangen kann mit meinem Programm. Alles andere kann dann als Instanzmethode laufen. Ich könnte quasi sagen, probieren wir das mal, ich packe diesen ganzen Code hier in public void do something this first class. Das ist jetzt nicht statisch. Das bedeutet jetzt wiederum, dass ich hier nicht zugreifen kann, wenn ich kein Objekt habe. Das kann ich aber machen, indem ich jetzt einfach sage, okay, my program object ist gleich new myOOProgram. Jetzt habe ich wieder aus dieser Klasse eine Instanz erzeugt und kann jetzt hier mit dieser Variable diese Methode wiederum aufrufen. Das heißt, wenn wir uns das im Debugger wieder anschauen, wir laufen hier rein in den Konstruktor. Und jetzt, wenn ich das Objekt erzeugt habe, da ist es, kann ich jetzt in diese Methode reingehen. Ich kann die First Class erzeugen und kann jetzt eben die einzelnen Methoden durchlaufen. Hoppla, die ganzen Systemelemente wollen wir nicht wirklich sehen. So, hier kann ich jetzt auch reinlaufen und meine einzelnen Methoden ausführen. Also, Punkt 1, Main-Methode muss statisch sein, weil, wenn mein Programm startet, gibt es noch keine Instanz von myOOProgram. Zweitens, hier in meiner statischen Main-Methode kann ich jetzt an allererster Stelle ein Objekt erzeugen, wenn ich es denn will. Ich hätte theoretisch diesen Code auch hier lassen können. Das muss dann im Einzelfall entschieden werden. Aber entscheidend ist, ich muss meine Erzeugung der ersten Klassen irgendwie in dieser Main-Methode beinhalten oder aufrufen. So, damit haben wir jetzt schon mal geklärt, dass die Main-Methode statisch sein muss. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir mit Instanzvariablen realisieren können. Public int myCount. Das wäre jetzt eine Instanzvariable. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir sagen public void inc my count plus plus. Und dann sagen wir noch public void print my count saison my count.
Das heißt, mit dieser Methode zähle ich hoch und mit dieser Methode gebe ich aus. Wechseln wir wieder in den Java View. So, jetzt haben wir hier die Erzeugung des Objekts. Ink my count, print my count. Das heißt, ich erzeuge das Objekt, erhöhe zweimal den Wert und gebe ihn dann aus. Und dann steht die 2 da. Wunderbar. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt erzeugen wir ein zweites Objekt, ein zweites Haus sozusagen. Und zwischendurch erhöhen wir auch das zweite Objekt. Das heißt, das erste Objekt wird hier einmal, zweimal, dreimal erhöht. Das zweite Objekt wird nur einmal erhöht und wir geben beide aus. Zuerst das erste, dann das zweite. Und jetzt gucken wir uns das mal mit Debugger mal an. Also, wir erzeugen uns die beiden Objekte. Wir sehen hier in unseren beiden Objekten jeweils die Instanzvariablen hier sind jeweils mit 0 initialisiert. Wenn ich jetzt hier reingehe in mein erstes Objekt, ist hier diese Variable mit 0. Ich gehe über die Erhöhung drüber und dann haben wir hier die 1. So, gucken wir uns nochmal beides an. Hier ist die 1, hier ist die 0. Jetzt gehen wir in das zweite Objekt. Erhöhen auf 1. Jetzt gehen wir nochmal aufs erste, erhöhen auf 2, nochmal und wir erhöhen auf 3. Das heißt, ink my count habe ich beim ersten Objekt dreimal aufgerufen und beim zweiten Objekt einmal. Hier ist es. Und dann geben wir die beiden Werte aus. So, damit habe ich die 3 und die 1. Damit haben wir bewiesen, dass jedes dieser beiden Objekte der gleichen Klasse eine eigene Variable myCount hat. Okay. So. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt mache ich hier static. Okay. Das heißt, ich habe jetzt hier eine statische Variable. Und jetzt sagt hier diese Methode inkMyCount auch bitte erhöhe diese statische Variable. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass ich sage, okay, ich habe im Haus jetzt die Funktionalität, gehe zum Plan und mache aus der Version 1 die Version 2. Ja? So. Und dann gucken wir uns das nochmal im Debugger an, was jetzt passiert. Wir erzeugen wieder beide Objekte, aber wir haben jetzt hier keine Variable mehr in dem eigenen einzelnen Objekt. Sie existiert ja nicht mehr dort, sondern sie existiert in der Klasse, im Plan. Und jetzt erhöhe ich hier an der Stelle einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und damit habe ich in beiden Print My Count befehlen den gleichen Wert. Warum? Weil print my count jetzt den Befehl hat, geh zum Plan, hol diesen Wert und gib ihn aus. Und das macht jedes Objekt. Ja, das heißt, das eine Objekt geht zu dem Plan, holt den Wert und das andere geht auch zu diesem Plan und holt den Wert. Ergo müssen sie natürlich beide den gleichen Wert haben. Das ist jetzt von dem Programmierstil her nicht wirklich sauber, was ich hier gemacht habe. Ich wollte damit aber nur beweisen, dass das funktioniert. Üblicherweise würden wir es nicht so schreiben, sondern wir würden jetzt tatsächlich nicht am Objekt das Ganze realisieren, sondern in der Klasse. Jetzt gibt er mir aber eine Fehlermeldung, weil er sagt, dieses
Ink My Count und Print My Count sind Instanzvariablen. Ich muss hier aber keine Instanzmethoden, sorry. Ich muss hier aber keine Instanzmethode machen, weil ich habe ja hier eigentlich eine Funktionalität, die rein auf dem Plan fungiert. Das heißt, ich kann hier diese beiden Methoden auch statisch machen, weil ich habe ja lediglich eine Information, die auf der Klasse verändert wird und nicht im Objekt. Deswegen ist es grundsätzlich mal eine gute Idee, wenn eine Methode wie diese ausschließlich statische Variablen anfasst. Oder anders ausgedrückt, wenn eine Methode keine Instanzmethode oder keine Instanzvariable benötigt, dann sollten wir sie statisch machen. Schauen wir uns das Ganze an. Die Fehler sind verschwunden. Es gibt keine Fehler mehr, weil ich sage jetzt, das ist der Plan. Und beim Plan bitte erhöhe den Zähler. Beim Plan erhöhe den Zähler und so weiter. Beim Plan print my account. Beim Plan print my account. Und jetzt sehen wir auch, dass es sehr viel besser lesbar ist wie vorher, weil wenn wir jetzt hier mit dem Debugger durchgehen, wir erzeugen die beiden Objekte. Die können allerdings nichts, weil sie haben ja keine Instanzvariablen. Das ist einfach nur eigentlich eine leere Hülle. Und jetzt sage ich beim Plan, also bei der Klasse, erhöhe einmal, zweimal, dreimal, viermal und gebe jetzt die Planvariable aus und gebe die Planvariable aus. Das heißt, von der Funktionalität hat sich eigentlich nichts geändert. Von der Lesbarkeit ist es aber sehr viel einsichtiger, weil wenn ich beim Plan viermal die Zahl erhöhe und sie zweimal ausgebe, steht natürlich hier zweimal die 4. Das ist sehr viel übersichtlicher. So, zum Schluss schauen wir uns jetzt noch an, was ist denn, wenn ich jetzt hier versuche, über eine statische Methode auf eine Instanzvariable zuzugreifen, dann funktioniert das nicht. Weil er sagt, Moment, das ist jetzt eine Methode des Plans, das ist aber eine Variable des Hauses. Also, jetzt könnte man sich vorstellen, im Plan steht jetzt drin, geh zum Klingelschild und schreib dort Huber drauf. Ich kann aber nicht sicher sein, dass aus dem Plan bereits ein Objekt erzeugt wurde. Also welches Objekt soll er denn nehmen? Und deswegen funktioniert das nicht. Also wenn ich eine statische Methode habe, kann ich keine Instanzvariable verändern oder lesen. Das geht nicht. Also wenn, dann muss diese Instanzvariable statisch sein oder wenn diese nicht statisch sein darf, weil das eben eine individuelle Information pro Objekt ist, dann muss ich hier den Static rausnehmen. Dann muss ich natürlich aber hier wieder sagen, ich kann jetzt nicht beim Plan sagen, Klingel an der Haustür, weil das ist ja wieder eine Methode des Objektes. Also müssen hier wieder die Objekte rein. Und damit sind wir wieder beim Stand vom vorher. Also nochmal zur Wiederholung. Wir unterscheiden Instanzvariablen. Eine Instanzvariable ist grundsätzlich immer eine Variable, die in dem Objekt erzeugt wird oder mit dem Objekt. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Variablen. Zweitens, wenn ich jetzt hier auf eine Instanzmethode, das wären welche, die nicht statisch sind, zugreife, dann habe ich hier an der Stelle Zugriff auf die Variablen, die in dem Objekt existieren, ja, individuell. Das heißt, ich erhöhe hier den Wert von my count auf 1. Jetzt gehe ich in die nächste Methode. Ich erhöhe jetzt hier my count auf 2, weil das auch das zweite Objekt ist und so weiter. Damit sehen wir, wir haben jetzt dreimal hier aufgerufen. Das heißt, der Wert in my count von dem ersten Objekt ist 3, vom zweiten ist 0. Wenn ich jetzt hier in den ink my count vom zweiten Objekt, also vom zweiten Haus sozusagen, reingehe, sehe ich, dann steht hier noch die 0. Ich erhöhe jetzt auf 1. Und wir haben somit hier in dem ersten Objekt dreimal das Ink-Account aufgerufen und hier einmal. Und dann kann ich auch individuell diese beiden Variablen ausgeben.
Wenn ich aber möchte, dass diese Information auf Klassenebene existiert, muss ich hier static eingeben. Ich darf aber nicht aus einer statischen Methode heraus oder ich sollte nicht aus einer statischen Methode heraus, aus einer nicht statischen Methode heraus eine statische Variable ändern, sondern das sollte man üblicherweise auch static machen. Einfach deswegen, damit wir dann später beim Aufruf hier klipp und klar sagen, dass wir hier mit statischen Methoden arbeiten und auch statische Informationen verarbeiten. Es funktioniert auch anders, wie wir es gerade gesehen haben, aber das macht unseren Code relativ unübersichtlich, weil wir hier tatsächlich ganz klar indizieren durch den Aufruf des Plans der Klasse, was wir hier eigentlich tun. Okay, das war jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel für ein Video, aber diese Sachen muss man auf jeden Fall verstehen, um objektorientiert arbeiten zu können. Deswegen würde ich jedem raten, diesen ganzen, dieses Beispiel, was ich jetzt hier vorprogrammiert habe, in Anführungsstrichen, mal selber auszuführen und mal selber zu gucken, wie verhält sich das mit den statischen und nicht statischen Werten. Und damit, glaube ich, haben wir schon einiges geschafft. Ja, so viel zum Thema Objektorientierung beziehungsweise zum ersten Teil der Objektorientierung. Es wird noch einige Videos geben, weil ich noch ziemlich viel zu sagen habe zu diesem Thema. Das nächste wird das Thema Sichtbarkeit sein und ja, da kommen mit Sicherheit noch 3, 4 Videos im Anschluss und insofern einfach dranbleiben und vor allem selber mal ausprobieren. Das hilft aus meiner Sicht am allermeisten.